Glaubwürdigkeit, Glaube. Ja, mir ist von der Birkenbill wieder was vorgeschlagen worden, was mich aber in zweierlei Hinsicht irritiert hat. Birkenbill sagt, wenn du daran glaubst, veränderst du was. Sie sagt ja, einerseits ist das so ein christlicher oder ein spiritueller Gedanke, in dem einfach Energie erschafft Materie, ja, so wie der Geist, und irgendwie kommt das bei der Quantenphysik auch vor. Dieses, dass alles zusammenhängt und einander beeinflusst, was die Quantenphysik eben seit 70 Jahren sehr konkret sagt, scheint sich wirklich auf die Welt zu erstrecken. Energie, Materie und so, ich kenne mich da nicht aus. Ja? Du müsst in Einstein fragen oder so. Aber es gibt einen Versuch. Bei fast an 400 Patienten getestet, die haben eine Herzoperation gehabt. Für die einen Hälften ist gebeten worden und für die andere Hälfte nicht. Die haben schon gewusst, dass für die betet wird. Ja? So weit muss man das erklären. Aber denen ist viel besser gegangen, für die betet worden ist. Und ich frage mich dann so, ja, ist das jetzt wirklich so? Wenn man jetzt wirklich sagt, so, okay, Materie, Geist, du kannst was manifestieren und du bewirkst auch wirklich was. Du kannst was verändern. Viel weniger Komplikationen, viel weniger Medikamente wurden gebraucht. Die Leute waren früher wieder auf und früher gesund. Also es nähert sich langsam aber sicher, auch durch wissenschaftliche Daten, der Verdacht sehr stark. Und ich denke mir dann aber, ja, wieso laufen es dann so schlecht bei uns in der Politik? Weißt, wird zu wenig betet. Nur die Frage ist, was müssten beten? Bitte, bitte hört auf zum Streiten und arbeitet was für den Bürger. Bitte schaut, dass der Mensch im Vordergrund steht und die Umwelt und nicht die Konzerne. Bitte schaut, dass die Konzerne uns nicht vergiften mit hochindustriell hergestellten Lebensmitteln oder sonst irgendwas. Weißt? Wo ich mir einfach denke, bringt das, glaubst du was? Und sie meint halt, ja, es ist wirklich so, wenn du an eine Gruppe glaubst, dann ist der auch gestärkt. Ja? Mhm. Ich weiß es nicht. Und wenn Sie es nicht glauben wollen, nehmen Sie es doch zumindest als Hypothese. Handeln wir doch mal 3 Wochen lang so, als ob unsere Einstellung die Welt verändern würde. Sie werden ihr blaues Wunder verlieben. Wollen wir denken, ja, soll ich jetzt an unsere Regierung glauben? Soll ich für die beten? Ich weiß eher nicht. Und was mich dann am zweiten Punkt irritiert hat, ist, wenn das mit dem Beten funktioniert, also wenn Energie Materie herstellen kann, funktioniert es dann mit dem Verfluchen auch? Weil das wäre auch die andere Geschichte, weißt? Das ist negatives Beten. Eigentlich schon. Ich verfluche dich! Ich und deine Kinder! Das ist mein Extra. Ist, glaube ich, nicht so gut, gell? Dann eher positiv beten. Eher positiv, ja. Was ganz was Einfaches, wenn man jetzt wirklich das auf die Politik beziehen mag. Politiker und die Politikerinnen, die sollten einfach die Leute, die sie wählen, die Menschen, die sie wählen, sollten einfach nur sagen, wir bitten euch, erhöret uns. Weißt? Ja, wahrscheinlich. Macht's einfach das, was die Leute wollen, weil genau das ist eigentlich euer Job. Muss aber zuhören einmal, gell? Ich würde wahrscheinlich, wenn Sie mich so jetzt direkt fragen, eher die Politik verlassen. Naja, tun wir mal so, als ob, als würde das was bringen und geht's aus und macht die Welt ein bisschen besser. Hilft's nix, schaut's nix, probieren geht immer. Wir wünschen alles Gute. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin, da ist unser Kanal. Hey, und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr auch ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!